ein, zwei Tests. 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 Drei, vier Tests. Ein, zwei Tests. Ein, zwei Tests. Drei, vier Tests. Ein, zwei Tests. Hallo, guten Abend. So, jetzt seht ihr mich mal wieder. Guten Abend, hi und Prost. Das gute Wolfscraft habe ich heute hier am Start und keinen Flaschenöffner. Keiner verlässt den Raum. Ah, da ist ein Flaschenöffner. So, zack. So, was ich jetzt aber gleich nochmal testen muss, weil ich bin heute hier alleine, deswegen muss ich, weil so schnell wird wahrscheinlich kein Feedback von außen kommen, testen, ob der Ton funktioniert. Wahrscheinlich habt ihr es eben schon gemerkt, dass ich mal ein, zwei Tests reingelabert habe. Ich bin etwas verwirrt, weil irgendwie das ganz Merkwürdige ist, der Ton ist da, obwohl er eigentlich aus sein sollte. Also in meiner Broadcast-Software habe ich ihn ausgeschaltet. So, wir gucken mal, es gibt jetzt eventuell eine Rückkopplung. Obwohl er eigentlich aus sein sollte. Also in meiner ja, tatsächlich. Also auf Twitch haben wir schon mal Ton, das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal, geben wir dem Spiel auch mal ein bisschen Ton. So, na, was soll das? Hallo? Einstellungen. So. So, da haben wir Musik. Und kann man dies jetzt immer noch hören bei... So, da haben wir Musik. Und kann man dies jetzt immer noch hören bei... So, da haben wir Musik. Und... Ja, hört man doch. Okay, wunderbar. Jetzt sollte es aber funktionieren, falls noch irgendwie was nicht stimmt. Sagt mir kurz Bescheid.
Wie immer, der YouTube-Chat ist aus, dafür ist der Twitch-Chat an. Ich kann halt echt nicht auf tausend Sachen gleichzeitig gucken. So, was ich euch heute auf jeden Fall zeigen will, ist Sea of Thieves, sehr jetzt gedacht. Und zwar, was wir noch gar nicht gemacht haben auf Linio, das Solo-Gameplay. Sprich, ich werde heute mal alleine durch die Karibik mit euch segeln. So, Segel setzen. Wir nehmen die kleine Schaluppe. So. So, los geht's. Na, der Bildschirm. So, in der Zwischenzeit kümmere ich mich hier mal um mein Bier. So, ich habe zwischendurch mal tatsächlich wieder WoW aktiviert und habe auch tatsächlich mal WoW ein bisschen gegrindet für die eine oder andere Sache, die mit Battle of Azeroth dann nicht mehr möglich ist. Und ich muss sagen, also ich meine, es beschweren sich ja viele über den Grind bei Sea of Thieves. Interessanterweise hat es doch großen Zulauf. Aber ich muss ehrlich sagen, also der Grind bei WoW, um diese Sachen zu kriegen, ist langweiliger. Also ich meine, du hast ja irgendwie, für was auch immer du grinden willst, du hast 20 oder 30 Mobs und an dem Platz rotierst du die ganze Zeit hin und her und grindest diese Mobs. Ja, man kann auch zu anderen Mobgruppen gehen und andere Sachen grinden, natürlich, aber trotzdem ist das irgendwie langweilig. Das ist in Sea of Thieves wesentlich abwechslungsreicher. Natürlich ist es ein Grind, natürlich lebt Sea of Thieves natürlich auch vom Timesync. Funktioniert hier gar nicht anders. Aber der ist definitiv abwechslungsreich. So. Mal gucken, was Sea of Thieves heute für uns bereithält. So. Ich fülle jetzt erstmal wieder hier meine Taschen alle voll. Ah ja, hier sind wir. Da hinten ist mein Schiff. Wunderbar. So. Holzbretter, Kanonenkugeln. Was haben wir denn? Oh, Bananen haben wir noch keine. Gucken wir mal. Sind denn hier noch? Ah, ich glaube, da hinten in die Richtung vom Schiff waren hier auf jeden Fall noch. So. Kanonenkugeln habe ich voll. Bananen! Banana! Banana! Ich liebe Minions. Habe ich ja schon mal gesagt. Minions sind toll. Minions sind ganz toll. So. Ich bin mittlerweile hier Goldsammler auf Level 36, Seelenorden 20, Handelsbund 19, Max Level und damit Pirate Legend bei allen dreien auf 50. So, gucken wir mal. Ich fange mal mit einem Goldschatz an. Das mache ich auch normalerweise. Ist eigentlich so, seht ihr, da ist auch der Level bei mir am höchsten. Ist eigentlich das, was ich am meisten mache. Ich glaube, das ist auch das, was wirklich am langsamsten geht. Habe ich so den Eindruck. Und deswegen will ich das zuerst schaffen. So, dann. Eieieiei. Super daneben gesprungen. So, dann holen wir uns erstmal die Fahrt, weil ich habe mir angewöhnt, direkt, wenn ich für eine Fahrt gestimmt habe, direkt die nächste zu holen. So, was haben wir? Kein Krieg, yeah, haben wir ein oder mehrere Kapitel? Wie sieht's aus? Ein Kapitel haben wir. Und wie viele Karten? Zwei Karten! Och, das ist ja perfekt für einen Stream. Was haben wir denn auf den Karten drauf? Wir haben, da haben wir einen Schatz und hier auf der haben wir drei Schätze. Ne, vier. Geh weg! Geh weg! Ja, genau. Vier. Jo, dann würde ich sagen, dann krallen wir uns. Naja, gucken wir erstmal gleich auf der Karte. Aber auf jeden Fall habe ich mir angewöhnt, immer einen neuen Auftrag zu holen, weil das kann ja durchaus sein, dass, Gilded Greeting. Das wirklich schnell zu Ende ist und ich einen neuen machen will, will ich jetzt heute nicht. Also ich mache von jedem Typ eine Fahrt und damit hat sich dann die Sache. So. Dann stechen wir mal. Nee, erstmal Route planen. Route planen, immer wichtig. Immer wichtig. Ohne Ziel aufs Meer raus ist ganz schlecht. Obwohl, naja, ist nicht ganz schlecht. Also manche spielen es auch tatsächlich so wirklich ohne Mission. Die gehen dann von Insel zu Insel und grasen die Insel ab, weil es gibt so viele Random Spawns auf jeder Insel. Das ist auch ganz interessant. Ich nehme die meistens nebenbei mit.
So. Ach, von diesem Typ Insel, da gibt es zwei. Ah, die hat links die Spitze. Das müsste dann diese sein. Und das da. Wollen wir die. Ach, die ist hier auch. Die ist hier direkt nebendran, das Sunken Grove. Okay, dann würde ich sagen, Old Faithful Alt. Nehmen wir die zuerst. Da ist ein Schatz drauf. Wenn mir ein Schatz abhanden kommt durch irgendwelche anderen Piraten, die mir nichts Gutes wollen, dann. Oh, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das Segel müssen wir ändern. Das ist ja standesgemäß. Wenn ich mir schon das teure Segel geholt habe, Segel und Bug, dann wollen wir das auch haben. Das ist schade, dass das nicht sich über Spielsessions hinaus gemerkt wird. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, man spielt ja nicht nur alleine. Also irgendwie, die meisten empfehlen nicht allein zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag beides gern. Ich mag sowohl mit anderen zusammenspielen, das hat halt wirklich diesen Socializing-Faktor, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass ich alleine schneller bin, effektiver. So, da hat der King eine Mail bekommen. Was sagt die mir? Was? Ach, egal. Unwichtig für hier. Wir machen weiter mit Sea of Thieves. So. Zum Fahren natürlich das Fernglas auspacken. So, dann gucken wir mal. Yay! Das ist ein geiles Segel, oder? Na, ja. Prost. Prost. Wolfsbier nach einer anstrengenden Woche. Perfekt. So, Anker lichten, Leinen los. Wir müssen jetzt da in die Richtung. Obwohl, das ist wahrscheinlich, seht ihr, wenn ich jetzt da in die Richtung mache, seht ihr das genau andersrum wahrscheinlich, ne? Das interessiert mich jetzt, weil wenn ich jetzt da mache. Ja, natürlich ist es genau andersrum. Also, okay. Oh, das ist manchmal so krank hier. Egal. So, wir müssen mehr oder weniger Richtung Norden. Haben wir dann diese zwei Felsen vor uns. Gehen wir mal rechts an denen vorbei. Wieder zurückrudern. So, was haben wir? Ja. Nach den zwei Felsspitzen da. Müssen wir noch ein bisschen Backbord und damit sollte es dann passen. So, kann ich hier ein bisschen Turbo einschalten? Oh, fuck, Wind kommt von vorne, das ist ja super. Ah, gut, da kriegen wir keinen Turbo hin. Bisschen den Horizont absuchen. Scheint aber alles ruhig zu sein. So, während der Fahrt kann ich euch mal die Schaluppe zeigen. Also erstmal die Kanonen. Ich habe angewöhnt, die Kanonen hochzustellen. Ich habe zwar den Eindruck, also so viel hat es nicht genützt, weil wer dich angreifen will, greift dich sowieso an. Aber so ein bisschen als Zeichen für andere. Weißt du, da machst du Stream und dann bimmelt das Handy die ganze Zeit. Egal. So, weiter geht's in der Schaluppe. Wir haben hier den Tisch, auf dem die Mission abgelegt wird. Hier haben wir den Kartentisch. Den kann man, wie ihr schon gesehen habt, von oben sehen. Hier, das haben sie neu verändert, die Munitionskiste und das Arsenal. Die haben sie jetzt auseinandergesetzt. Sie waren vorher direkt untereinander und es war ein bisschen schwer, die beiden zu benutzen. So, ne, immer noch kein Felsen vor uns. So, da haben wir die Bananen. Hier haben wir die Holzbretter. Da haben wir die Kleidertruhe, den Grog kann man hier nachfüllen, wichtige Sache, Kosmetiktruhe und die Ausrüstungstruhe. So, oh, jetzt blinkt das, ey, das nervt hier. Meine Güte, ey. Das kannst du das mal lassen? Eieiei. So, dann gucken wir mal. Ist er das links schon? Müsste eigentlich sein, ne? Ja, ist sie. Alles klar.
Wo ist denn der Schatz? Der ist eher. Oh, südlich. Alles klar, das heißt mal hart wenden hier. Nein, nicht hart wenden. Harte Kurve fahren. Und ans südliche Ufer. Ich weiß gar nicht. Aber scheint so auszusehen, ne? Ja. Irgendwie schon. Na gut. Ah ja, da rechts davor sind Felsen. Da muss ich ein bisschen. Ach was. Ah, da bin ich zu weit um die Kurve. Eieieiei. Ein Strand? Das sieht aus wie so eine Steilklippe. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja gleich sehen. Ich fahre auf jeden Fall mal langsam ran, ausnahmsweise. Danach zeige ich euch, wie ich mittlerweile eigentlich nur noch einparke. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, Old Faithful Isle. So, Segel ein bisschen. Es als echt einen südlichen Strand geben, ja, das ist in Richtung Norden, das passt. Tatsächlich, da ist ein Strand, den kenne ich gar nicht. Siehste? Siehste? Immer wieder was Neues kennengelernt hier in dem Spiel. So, wir wollen nach rechts weg, also drehen wir ein bisschen nach links. Kommen Backbordseits dann an den Strand. Und da müsste auch schon direkt der Schatz sein. So, keine Schüsse von der Insel, das ist schon mal gut. Da hinten scheint ein anderes Schiff zu sein, da gucken wir gleich mal nach. So, Anker runter. Ja, ist tatsächlich ein anderes Schiff. Das sollten wir mal im Auge behalten. Es gibt halt echt noch wirklich viele Leute, die einfach Kill on Sight machen. Aber mittlerweile bin ich wirklich dazu übergegangen. Ich überlasse denen gar nichts mehr zu tun. Lasse ich mein Schiff lieber versinken, als denen was zu geben, damit die sich aus dem Spiel verpissen. Weil Piraten auf der einen Seite ja, aber dieses Kill on Sight, dieses andere platt machen auf Teufel komm raus, ist echt, ist in jedem Spiel halt toxisch, ne? So. Ja. Schaluppe da hinten kommt näher. So, dann holen wir mal schnell die Kiste. Ja, die wird größer. So, dann fahren wir mal los. So, jetzt kann man doch was mit dem Wind machen, hä? Klar steuert die auf mich zu. Blöde Kinder. Na, macht ihr mal. Macht ihr mal. Zur Not verplempern wir eure Zeit. Na?
Die scheint sich doch nicht für mich zu interessieren. Erstaunlich. Ah, jetzt drehen sie. Alles klar. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Na gut. Na gut. So. Ich würde ja mal sagen, wir locken die mal von hier weg. Schön weit weg. Damit ich denn in Ruhe meine anderen Schatzkisten holen kann. Sagen, dann eröffnen wir mal das Feuer. So offensichtlich wie der hinter mir hergeht, will der was von mir. So. Keine Felsen, dann können wir weiter schießen. Vor allem, das ist so sinnlos, hinter einem herzufahren die ganze Zeit, weil er kann mich nicht einholen. Er kann mich einfach nicht einholen. Denn es gibt in diesem Spiel nicht die Möglichkeit irgendwelcher Buffs oder so. Von daher kann er mich gar nicht einholen, wenn ich... Ah, das ist toll, da hinten ist Gewitter, genau. Ich ziehe in das Gewitter rein. Wenn ich nämlich optimal segle, kann er mich nicht einholen. Schießen wir nochmal ein bisschen. So, Munition nachtanken. Er weiß übrigens anscheinend nicht, dass man in diesem Spiel eine Sniper benutzen kann. Sonst hätte er schon längst auf mich geschossen. Halt selbst das Licht aus. Das Gewitter? Dann fahren wir doch mal ins Gewitter. Das ist so sinnlos und es macht überhaupt keinen Spaß, was diese Leute machen. Außer dass es ihn und mich Zeit kostet, ist das völligst sinnlos.
Mist, er hat mich. Die Sau. Dann lassen wir doch einfach mal jetzt das Schiff untergehen. Und hoffen, dass er weit genug weg ist. So. So, dann gucken wir mal, wo das Schiff jetzt ist. Hoffentlich ist es schon gesunken, damit ich anständig wohin komme. Oh, Bochum führt 2-1. Das ist ja schön für den Marcel. Der dürfte gerade im Stadion sein. So, ja, das ist ein gutes Stück von ihm weg, wo wir jetzt sind. Dann nervt er uns wenigstens nicht mehr. So, weiter geht's. Dann gucken wir mal. Da waren wir. So, und der ist jetzt wahrscheinlich... Ja, der müsste hier so in der Gegend sein. Und wir wollen jetzt darunter. Alles klar. So. Kommen wir da durch? Ja. Zur Not beulen wir halt die Schrammen wieder aus. So, ein bisschen gegen Süden wollen wir. Ja. Da vorne kommen relativ viele Felsen. So, der müsste jetzt da hinten sein, wo das Gewitter ist. Irgendwo. Alles klar. Oh, hier driftet's wieder. Was soll denn das? Zess. Vor allem so sinnlos hat er die Lampe aus. Also ich meine... Oh, als ob das irgendwas bringen würde, weil du erkennst halt Schaluppen trotzdem. Das ist so sinnlos, Lampen auszumachen. So, mal gucken. Sind wir noch, na, noch ein bisschen rechts da nach dieser Felserei hier? Ich mich jetzt bloß gerade gefragt habe, wie konnte der mich einholen, weil normalerweise klappt das nicht. Die kannst du wirklich komplett über die ganze Map ziehen, also wahrscheinlich war ich ein bisschen nachlässig gewesen mit dem Segel nachjustieren. Ja, das da rechts vor uns müsste es sein. Ausschau halten. Da. Ne, das ist keins.
ne? Nee. Kein Schiff, so. Die Richtung. Ah, nix. So, jetzt haben wir mal eine schnelle Landung. Der D war viel zu langsam. So, wie war das? Lustiger Spruch, wer bremst, verliert, ne? Deswegen fahren wir da mit Vollspeed rein. Aber wie ihr schon seht, als Unterschied zu den Streams, wo wir zu dritt oder zu viert sind, die Schaluppe ist echt super alleine steuerbar. Das ist echt überhaupt kein Problem. Man muss sich ein bisschen anstrengen. Das ist natürlich, also es ist schon mehr Arbeit, als wenn man sich beim Spiel mit mehreren auf andere verlassen kann und eventuell die Aussicht genießen kann. Also das ist schon mehr Arbeit. Also das allein Aussicht genießen reicht hier nicht. Ja, ich parke immer so ein, weil das ist irgendwie schneller. Schneller hier erstmal. Oh, drei Löcher. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Egal. Die Löcher zu reparieren. Und in der Zeit parkt sich das Schiff nämlich von selbst. So, und der letzte. So, Wasser aus dem Schiff. So, das war's. Dann haben wir hier noch eine Schatzkarte. So, was ich jetzt eigentlich normalerweise immer mache, die Schätze, die am weitesten entfernt sind, zuerst bergen. Das mache ich irgendwie immer so. Das könnt ihr natürlich halten wie ein Dachdecker. Ja, Schlange. Süße Schlange. Gut, die Schlange. So, also erstmal... Ja, die Gegner sind nicht so heftig, also wirklich eigentlich nur Skelette, also die nervigsten Skelette sind wirklich die hier mit den Säbeln. Alles andere ist harmlos. Die können nichts, bloß wenn sie in Massen auftauchen, dann zergen sie dich quasi manchmal zu Tode. So, hier sind wir an dem anderen Strand. So, das heißt... So. Hier, da wo der Fels anfängt und da kurz davor zwischen da und dem nächsten Grüngürtel, also hier. Pa! Ich freue mich immer, wenn ich wirklich beim ersten Mal, zack, erster Stich und zack, ist es der Schatz. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben mit Kartenlesen ihre Probleme. Aber also wenn es eins ist, was ich kann, dann ist es Kartenlesen. Aber so kann jeder halt auch was anderes, ne? Der eine kann das besser, der andere kann das besser, der eine macht das lieber, der andere macht das lieber. Ist halt immer so. So, eine Truhe des Captains. Wunderbar. Wunderbar. So, ist da auch nicht irgendwo die Dumpfbacken-Spastiger-Schaluppe irgendwo in der Gegend? Nee, ist sie nicht. Ich sehe sie nicht. Also, einmal Schatz zurück zum Schiff bringen. Eine Captainstruhe. So. Da ist ein Schießpulverfass. Das Schießpulverfass, wenn ich gleich noch Zeit und Lust habe, dann nehme ich mir das auch mal mit. Das ist nämlich total lustig. Wenn einer einen angreift, kann man dem sein Schiff nämlich damit super in die Luft jagen. Dabei geht man zwar selbst drauf, aber wen juckt's? Ich meine, wenn andere mich ärgern wollen, dann kann ich das genauso. So, erste Kiste von vieren. Drei übrig.
So, nochmal auf die Karte gucken. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, über dem westlichen Strand. Okay. Eieiei. Dieses Geräusch da im Hintergrund, das ist voll lustig. Und zwar, wir haben hier einen Nachbarn bei uns mit den Kindern. Und diese Kinder, die machen laufend gestörte Geräusche. Die haben wahrscheinlich irgendwann mal so einen lustigen Tatütata-Wagen gekriegt. Auf jeden Fall macht dieses Kind seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr durchgehend. Und auf diesen Inseln hier. Hört ihr es? Das hat uns so dermaßen an dieses gestörte Kind erinnert. Großartig. So, was ist das jetzt? Also, das ist das mittlere Rund. Okay, das mittlere Rund. So. Bin gerade verwirrt ein wenig. Moment. Moment. Der Bolt in die Richtung aus. So, die geht da hoch, klar. Ach da ist Grünzeug und bei dem Grünzeug ist es etwas östlich davon. Ha! Ich liebe es, der erste Spatenstich und erwischt. Seht ihr, die können manchmal ganz schön garstig sein. So, einmal kiten. Und jetzt mit ihren Scheißsäbeln. Super nervig. Oh. Beinahe. Sag mal, seid ihr heute drauf? Weg, kaputt gehst du. So. Dann holen wir die Truhe und die anderen zwei müssen relativ... Ah ja, da haben wir auch noch. Die müssen relativ nah am Schiff sein. So, wo ist er? Da ist er! So, ein paar Bananen könnte ich wieder einsammeln. Die habe ich gerade verbraucht, aber gucken wir mal. Da müssen ja ein paar rumliegen. In den Fässern. So, zweite Kiste. So, und die anderen sind hier vorne auf der Landzunge. Alles klar. So, dann gucken wir aber erstmal, dass ich wieder ein paar Bananen kriege. Gucken, machen die irgendwo Fässer rum? Ne, hier nicht. Da oben waren aber auf jeden Fall Fässer und da oben war auch ein Schießpulverfass. Da nehme ich mal eins mit. Ja, also diese Schlangen sind irgendwie, weiß ich nicht, aber ich glaube, die waren furchteinflößender geplant irgendwie. Also man kann die weitestgehend ignorieren. So, Bananen, ne, drei Bananen habe ich. Das ist jetzt gar nichts.
So, gehen wir wieder zurück zur Landzunge. Achso, das wollte ich mitnehmen. Genau. So, einmal Schießpulverfass. So, hier schön zum direkt drauf zugreifen. So, noch zwei Kisten haben wir hier auf der Landzunge. Ah, Ende Bohm hat gewonnen gegen Erzgebirge Aue 2:1. Glückwunsch, Marcel. Und viel Spaß beim Saufen. So, das ist also nördlich von diesem Grünstreifen da. Also hier. Wir sagen. Ein Spatenstich und getroffen. So. So, das war die vorletzte Kiste. Dann kommen wir zur letzten Kiste. So, auf der Landzunge. Das ist irgendwo hier vorne. Ah ja, da gibt es einen Felsen. Und da ist es. Okay. Genau. Ah, wieder. Drei Kapitänskisten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ja gute Ausbeute. Ja, das ist vorhin die Kiste vorhin auf der ersten Insel, die dem Vollpfosten zum Opfer gefallen ist. Das war eh keine Dolle gewesen. Das war hey! So. Oh, jetzt kommen noch mehr Skelette. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Die spawnen manchmal ein bisschen viel, aber... Weil... Das Problem ist, was so ein bisschen fehlt bei den Skeletten, es gibt für die Skelette kein Reward, gar nichts. Ich meine, das ist mal, ja, da ist man natürlich auch verwöhnt von anderen Spielen. Da ist noch einer. Da ist man natürlich verwöhnt von anderen Spielen, dass für alles, was man macht, man Reward kriegt. Skelette nerven einfach nur. Man kriegt keinen Loot, gar nichts. Keine XP, keine Reputation, gar nichts. Es gibt ja sowieso keine Progression in dem Spiel. Null. Alles, was man erreicht, ist alles kosmetische Natur. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann angucke, Spiele wie WoW, ich habe es heute erst wieder auf Massive League gelesen, Battle for Azeroth, Blizzard hat es immer noch nicht geschafft, dass tatsächlich Leveln einen Sinn ergibt. Es gibt in WoW, Leveln hat keinen Sinn mehr. Insbesondere jetzt, seitdem die Mobs alle skalieren. Was nützt das? Was nützt das, wenn ich zwar die Zahl, also wenn die Zahl meines Levels immer weiter steigt, aber die Mobs immer gleich stark sind wie ich? Das ist halt völlig sinnlos. Also es stand auch, das ist das, was ich schon seit langem kritisiere, dass man zwar auf dem Papier eine Progression hat, da sind Zahlen, die immer höher gehen, aber wirklich nützen tut das nichts. So, dann liefern wir das erstmal ab. So, ich denke da hinten, das ist ein Außenposten. Der hat ganz viele Lichter. Ja, das sieht nach einem Außenposten aus. Genau. Segeln wir mal dahin, gehen mal die Kisten ab und dann gucken wir mal. Also ganz ehrlich, Handelsmissionen habe ich heute keine Lust drauf, mit euch das zu machen, weil Handelsmissionen, die sind irgendwie... Ja, doch, sie gehen. Aber das ist jetzt nichts Spannendes. Also ihr müsst halt Insel um Insel absuchen, um das zu finden, was halt in der Handelsmission gefordert ist. Was ich aber auf jeden Fall mit euch jetzt noch mache danach, wenn ich die Kisten abgegeben habe, das ist eine Skelettboss-Mission. Die machen wir noch. Auch wenn ich mich dabei zugegebenermaßen meist ein bisschen dumm anstelle.
und oft drauf gehe, aber das machen wir noch. So. Mal gucken, bis zur... Na, bis zur 37 reicht das nicht. Drei Captain's Kissen reichen nicht bis zur 37. Außenposten ist hier ganz schön von Felsen umgeben. So. Ja. So, machen wir ein bisschen langsamer. So, ich glaube, rechts waren die ganzen Buden. Der ist der tolle Außenposten mit dem Schiff da oben. Ja, seht ihr, da ist oben Schiff drauf. Das sieht cool aus. Da kann man auch hoch. Das sieht richtig geil aus. Ja, gehen wir einfach gleich mal hoch, hä? Machen wir das doch gleich mal. Zeige ich euch das mal. Und danach killen wir noch ein paar Skelette. Genau. So, Anker gehen. So. Preise für schöner Parken gibt's nicht. Und das Leasing für das Schiff ist auch schon abgelaufen. Ich darf also schrammen reinfahren. So, das war schon gewesen. So. Dann schnappen wir uns mal die Kiste eine nach der anderen. Ah! Da war ein Geländer, wie unfair. Wie unfair. Jetzt habe ich gedacht, ich wäre da so geschickt nah dran, dass ich da leicht rüber käme. Na, gucken wir mal. So, Truhe des Kapitäns. Hui. So, meine Reputation steigt. Nächste Truhe des Kapitäns. Zack. So, wie komme ich denn da jetzt am geschicktesten auf den Steg gesprungen? Ja, vielleicht von oben. Bin mal faul, ich will doch nie ins Wasser. Ja, das hat geklappt. Wunderbar. Die nächste Truhe des Kapitäns. Und die letzte Truhe. So, wie versprochen zeige ich euch jetzt mal, wie das da oben auf dem Schiff aussieht. Oh, da kommen wir beim Kleidungshändler vorbei. Mal gucken, vielleicht kann ich hier mittlerweile wieder mal was kaufen. Und zwar... So, das sind die Bekleidungssachen. Hier tausende von kosmetischen Sachen. Na, tausende sind es noch nicht. Es sind noch nicht viele, aber es werden
hoffentlich bald mehr werden. So, was steht denn als nächstes auf dem Programm? Ah, der Hut, den kann ich noch nicht leisten, den kann ich mir auch noch nicht leisten. Was wollte ich mir denn holen? Nee, das kann ich mir. Ach so, warte mal, die Handschuhe. Schändliche Handschuhe von Bilschwert. Das war's, glaube ich, ne? Genau. Die da. Ja, will ich kaufen. Get out of my sight. So, um nämlich dieses Set zusammenzukriegen. Das finde ich total lustig. So, dann gucken wir mal. Wo geht's denn hier hoch? Da hinten irgendwo? Ja, genau. Hier gehen Planken hoch. Also, das ist auf vielen Inseln so. Irgendwelche solchen dünnen Wege. So, man kann hier auch rum. Da unten seht ihr unser Schiff. Mal gucken. Holzbretter. Ja, habe ich hier gerade ge. Oh, Banana. Bananen kann ich auch brauchen. Die habe ich ja gerade gut verbraucht. So, und dann geht es hier hoch aufs Schiff. Das finde ich irgendwie geil gemacht. Und das gibt es wirklich auf mehreren Inseln, sowas, wo man solche besonderen Punkte hoch oder runter oder sonst wie kann. So. So, hat man hier nicht einen schönen Ausblick? Ist das nicht der Hammer? Das Problem ist, dass wir hier in dem Teil sind, also die Map von Sea of Thieves ist unterteilt in drei verschiedene Bereiche, die auch von der Stimmung, von der Atmosphäre her total unterschiedlich sind. Das ist jetzt nicht der schönste Bereich, also der karibische Bereich ist da wesentlich schöner. Da ist richtig hellblaues Wasser und alles drum dran. Was blinkt denn jetzt mein Handy wieder? Meine Herren, ey. Ja, nee, ist klar. So, gucken wir mal, wie das hier rund um uns aussieht. Ja. Er ist auch sehr düster hier. Also, na, da hinten sieht man eine Insel, wo man drauf kann. Oder das. Ja, da kommen wir tatsächlich her. Da waren wir vorhin gewesen. Also, das ist halt hier sehr düster. Wow, ist das hoch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. So, gehen wir wieder runter. Weiter geht's. Wir machen ein paar Skelette platt. Oder zumindest versuchen wir das jetzt. Mal gucken. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Wahrscheinlich doof, wie immer. Das wäre ja nichts Neues. Aber dann habt ihr wenigstens was zu lachen. So, und zurück. An Bord des Schiffes. So, das hängt da jetzt irgendwie drin. Da würde ich sagen, drehen wir mal auf der Stelle. Drehen auf der Stelle funktioniert relativ einfach. Man muss einfach nur das Segel ganz reinziehen und den Anker lichten. So. Dann können wir nämlich das Schiff drehen. Donnert schon wieder. Knattert es auch schon wieder. Eieieiei. So, ein klein bisschen Fahrt können wir machen. Wenn wir hier wegkommen. So, mal gucken. Irgendwo Löcher hier reingehauen. Hier sehe ich jetzt keine. Die sind dicht. Alles klar. Nichts passiert. So. Dann gucken wir jetzt mal. Der Kampf mit der prominenten Crew der Crimson Red. Ding, ding. Ding, ding. So, das war nur ein Kapitel, wenn ich es richtig gesehen habe. Und zwei. Einmal Crooked Masts. Gucken wir mal. Crooked Masts ist da.
Ja, wenn man das Spiel eine Zeit lang gespielt hat, dann kennt man auch seine Insel. So, Black Sand Atoll. Oh, da war ich selten. Das sagt mir jetzt noch gar nichts. Black Sand Atoll, okay. Black Sand Atoll. Atoll kann ja jetzt nicht so groß sein. Da, nee. Ich halte mal das Schiff an. Nicht, dass wir irgendwo dagegen donnern, während ich hier im Kartenraum bin. Ich wollte ja eigentlich bloß von dem Steg wegkommen. Ist das dunkel, das Wasser hier? Boah, die Gegend ist so... Oha. Also ich mag diese karibische Gegend viel lieber. So. Wie hieß das Scheißding nochmal? Black Sand Atoll. Ach du Scheiße, ist da oben. Oh, da kommen wir da her. Dann machen wir erstmal Crude Mass. Machen wir erstmal Crude Mass. So. So, Süden ist fein. Also Crude Mass hat zwar auch so zwei Spitzen, so zwei Feldspitzen, aber das da vorne sind die nicht. Okay, wir müssen hart Steuerbord. So, was haben wir denn hier? Also, im Black Sand Atoll haben wir ein... trifft ihr das schon wieder? Nee, ich habe das Steuerrad falsch stehen. So, also Black Sand Atoll haben wir einen. Und auf Crude Mass haben wir zwei. Okay, mal gucken. Sollten wir hinkriegen. So, na, immer noch weiter Richtung Steuerbord. Eigentlich müssen wir die doch auch sehen. Ich sehe es aber irgendwie noch nicht. Sie noch nicht. Ist die da hinten? Nee, die sehen anders aus, oder? Doch, doch, das scheint die zu sein. Das scheint die zu sein. Na gut, dann da hinter. Ah, da zieht das Unwetter her. Meine Güte, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Unwetter, scheiß Unwetter. So. Und während wir darauf zusegeln, hole ich mir ein neues Bier. Ja, so weit weg. Da passiert nichts. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ah ja, links von uns ist auch irgendwie eine kleine Insel. Das fuck Unwetter soll da nicht hinziehen. Ich habe keinen Bock auf Unwetter. Das ist immer so nervig mit der Schaluppe. Mit der Galeone merkst du das kaum. Aber mit der Schaluppe ist es echt heftig. So. So, einmal Bier nachschenken. Da donnert's. Yay. Yay, yay, yay.
Shift. Oh, ist ja jetzt nicht so, dass die Anfahrt auf Kukmas gerade einfach ist. Ihr werdet es gleich sehen. So. Da sind nämlich ganz schön viele Felsen drumherum. So, das Problem ist halt beim Gewitter, dass wirklich das Schiff sinken kann. So, hoffentlich kommen wir wenigstens noch in Halteposition, bevor das Gewitter hier größere Auswirkungen hat, dass hier der Kompass durchdreht und so weiter. Dass wir wenigstens gelandet sind. Anker. So, Segel einfahren. So, dann mal gucken, ob unter Deck alles heil geblieben ist. Ja, gut. Wasser läuft hier rein, das ist normal. Bei Gewitter, selbst dann, wenn das Schiff heil ist. So. Gehen wir wenigstens mal an Land von Kukmas und gucken mal. Und ja, die bewegen sich schon nicht, okay. Dann gehen wir mal an Land und gucken mal, wo der Boss ist. Was ist da hin? Oh ja, das ist das. Ah, hier ist wieder dieser genau gleiche Ton wie auch unser gestörtes Nachbarkind. So, wir suchen jetzt bedeutungsschwangere Musik. Ich höre keine. Ich höre keine bedeutungsschwangere Musik. Gut, kann natürlich jetzt auch am Gewitter liegen. Ah! Das hört sich nach bedeutungsschwangerer Musik an. Los, wo sind sie? Wo sind sie? Ah, da, natürlich, er scheint direkt da. Eieiei. Oh, das war tot. Ich bin schon ganz tot, okay. Ja, halb so wild, halb so wild. Da war der Boss direkt schon da. Ei, das ist ja unnormal. Boss habt ihr erkannt an der roten Schrift über dem Kopf. So. Lala. So, weiter geht's. Hm, ja. So, ah ja, hier, ne? Da dreht ich alles, ohne dass ich was gemacht habe. So, mal zwischendrin ein bisschen Wasser hier. Rausholen. So. Und dann geht's weiter mit unserem Skelett-Captain. So, wo war der? Seite meine ich ganz, ne? Ja, oh, hört sich schon so an. Ach, ich habe die Bananen. Wunderbar. Abhaut! Ja, abhaut! Feige Sau! Bleib so stehen! Ich krieg dich! Weg! So, jetzt nur noch den Boss da!
Bloß nicht zu nah ans Wasser, damit dein scheiß Schädel nicht ins Wasser fällt. Brauch den. Kein Schädel, kein Kopfgeld. Yay! So. Wen habe ich? Ach so, bloß das war der gar nicht. Oder war das nur einer? Gucken wir gleich nochmal. Es war auf jeden Fall schon mal einer. Eieiei, Blitz und Donner. So, einmal Schädel abliefern. So, einmal Wasser schippen. So. Ja, das war jetzt nur einer, genau. Guck mal, ja doch, sind tatsächlich zwei. Okay. Da macht also noch einer rum. Dann gucken wir nochmal. Ah, na, wer sagt's denn? Da sind ja noch welche. Eieiei. Gemetzel, Gemetzel. Oh, ich hasse die mit den Seelen. Das ist so nervig. Ah. Baninje, Baninje, Baninje. Und weiter geht's. Ach, Moment, wir sind hier im Regen und diese scheiß grünen Skelette, die regenerieren sich nämlich, wenn sie nass werden. Boah, wie fies. Jetzt geht es eben erst auf. Kein Wunder, dass ich nicht grad kriege. Scheißegal, wenn ich da. Ja, war mir klar, dass ich jetzt drauf gehe. Boah, wie fies, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Diese grünen Skelette regenerieren sich nämlich, wenn sie nass werden. Das ist natürlich im Gewitter total super. Yeah. Also, in die Höhle locken. Das machen wir jetzt. So. Ist das Gewitter jetzt bald mal weg? Boah, ey. Oh, wo bin ich denn gespawnt? Unter Deck. Okay. Es hört aber auf zu regnen. Ah, ich hasse das, hier hochzukommen. Weil diese Insel hat halt keinen Strand. So. Gork, 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 gork. So. So, da ist die Bedeutung schwangere Musik. Und da sind die Skelette. Oh, nee, oder? Fuck, ey. Sehe ich wieder nichts. Scheiß Schlangen. Die geht, glaube ich, gleich wieder drauf. Ich hätte ja auch die Schlangen vorher. Mann, Mann, Mann. Oh. Das ist wieder tot hier. Ja, das soll jetzt langsam meine letzte Banane gewesen sein, ja. Jetzt. Nervige Schlange. Da ist irgendwas, was ich nicht erkenne. Ein Skelett, wenn ich hier fahre. Hier verletzte Klinge.
Ah, das hört sich nach Boss an. Boah, aber als erstes gucke ich mal, dass ich hier Bananen wieder zusammenkriege. Ey, so was wimmelt das denn hier für Schlangen? Das sind doch keine Regenwürmer, die beim Gewitter raus... Oh, ey, ist doch nicht wahr. Und hier sind keine... Ey, das gibt's doch nicht. Ey, dann lass ich mich halt krepieren. Da ist Banane. Da oben ist schon der Boss. Wunderbar. Yeah. Oh, Alter. Und mit Schlangen dazwischen. Ist zwar. Ich mache jetzt das ist platt. Ja, jetzt bin ich jetzt mal platt. Ich habe ja gesagt, ich sterbe mehrmals. Lalalala. So. Hat's aufgehört zu regnen, ne? Jetzt bin ich auch oberhalb im Oberdeck gespawnt. Hier ist ein bisschen Wasser. Das bringen wir gerade noch nach draußen. So, weiter geht's. Ah, ich hätte Bananen mitnehmen können. Egal. Egal, wir kriegen die schon platt. Wir zergen die platt. Apropos Zerg, ich könnte mal wieder StarCraft 2 spielen. Was ich zwar mal angefangen habe, aber nie nennenswert weitergespielt habe, was aber eigentlich irgendwie ziemlich geil war. Es sind ja noch mehr Skelette jetzt als vorhin. So, wir machen jetzt erstmal die ganzen Ads kaputt. Ne, Ads wisst ihr ja noch. Ad von Englisch Ad hinzufügen. Sind die Viecher, die sich so ein Boss mit sich bringt. Komm, 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 stirb, stirb, stirb! Räudiger Pirat, stirb! Ich werde deinen Kopf aufspießen auf der höchsten Rat. Yes! So, und damit ist die Karte weg. So, zwei Stück. Wo ist er denn? Der hängt hier in der Luft. Ah, das ist ja auch lustig. Guck mal, guck mal. Der hängt in der Luft. Hihi. So, normalerweise ist ja so eine Grundregel von dem Spiel nicht gierig werden. Sprich, das, was man hat, erstmal abgeben. Weil eine Grundregel, die das Entwicklerstudio für dieses Spiel ausgegeben hat, es gehört nicht dir, solange bis du es nicht abgegeben hast. Ich habe jetzt zwar zwei Schädel. Auf der einen Seite würde ich die gerne abgeben, um halt die Belohnung und die Reputation dafür einzuheimsen. Auf der anderen Seite ist das da oben relativ ungefährlich. Der macht normalerweise kein anderes Schiff rum, weil es auch so am Rand ist. Eieieiei. Ist da auf dem Weg ein Außenposten? Ja, ist. Deckertooth. Ja, dann gehen wir da erst die Schädel ab. Ha? Hier, komm, komm. Nicht gierig werden. Nicht gierig werden. Ich habe so oft schon Lehrgeld dafür bezahlt und dann sind Sachen Grunde des Meeres gelandet oder, was noch viel schlimmer ist, in den Händen von anderen Piraten. Denn it's a pirate game. Mhm. So, ein bisschen nach Nordwesten, ein bisschen links dran vorbei. Da müsste man dann gleich dahinter schon sehen. Dann gehen wir die zwei Schädel ab. Und da machen wir noch den letzten Schädel. Und das war's dann aber auch.
Habt ihr schön Solo-Gameplay gesehen? Habt ihr schön gesehen, wie leicht man die Schaluppe bedienen kann? Das ist echt easy. Auch wirklich, dass man hier runter gucken kann auf den Kartentisch. Das musste erstmal raffen. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Ich bin vorher wirklich immer runtergelaufen. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt zugeben, war jetzt bei mir auch nicht so schlimm, weil ich halt wirklich jemand bin mit einem wirklich verdammt guten Orientierungssinn. Von daher muss ich gar nicht so oft auf die Karte schauen normalerweise. So, da vorne ist der Außenposten. Ein bisschen links an diesen Felsen hier vorbei. So. Ob da uns ein anderes Schiff erwartet an dem Außenposten. Na? Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Weil die Zeit, um ins Krähennest zu steigen, hat man natürlich, wenn man alleine spielt, nicht. Na, sieht aber jetzt nicht nach einem anderen Schiff aus. Das sollte passen. Hi. Hi. Nein, das brauchen wir nicht. Oh, und die Titanic fuhr am Eisberg vorbei. Knapp. Hat gereicht. Alles prima. Boah, jetzt so langsam muss ich mir aber die Nase putzen. Nein, ich habe keinen Schnupfen. Also doch Schnupfen, aber halt Heuschnupfen. So, Mikro aus. Das muss ich euch nicht geben. So. Da haben wir den Außenposten. Zweimal Schädel süß-sauer zum Abgeben, bitte. So, wir brettern da wieder rein, ne? Können wir schon... Kavumm! Schön mit Schmacks. Oh, ich mach das gerne. Es macht eigentlich richtig Spaß. So, einmal Lochkitten. Das habe ich jetzt gleich bloß nicht vergessen, darf es mir ein paar Bananen wieder zu holen. Weil da sollten ja hoffentlich welche da sein. So, alles gekittet, alles heile. So, erster Schädel. Eieiei, das Schiff nordet sich immer noch ein. Na, gucken wir gleich mal nach. Lalalala. So, zur Gypsy, die ist hier die Treppe rauf. So. Oh, das hängt aber schon sehr ungesund da, das Schiff. Mal gucken, wie wir das da gleich wieder frei bekommen. Okay, das ist dann natürlich kontraproduktiv, wenn du zwar schnell gelandet bist, aber dann ewig brauchst du, um es frei zu bekommen. Mal gucken. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Eieiei. So, dann
dann hole ich jetzt aber gleich erstmal eine neue Mission, einfach damit ich von allen drei Typen Missionen eine habe. Weil da hatte ich eben keine neue geholt. Und Bananen. So. Oh, ich wollte ja eigentlich eben eine Mission holen, ne? Ich hab's noch gesagt, ne? Ihr habt's alle gehört. Ja, mach ich das mal. I'm waiting. Do not fail us. Ist auch ein bisschen nervig. Also ich glaube, das müssten sie echt noch machen als Quality of Life Update. Das sind öfters mal so Bestätigungsdialoge, die du echt nur entweder mit Enter und indem du das ganz klein triffst, wo du hinklicken musst. Also das ist... Da ist echt noch ein UI Quality of Life Update notwendig. Aber da bin ich guter Dinge, dass sie das auch noch bringen werden. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, den das nervt. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier loskommen. So, machen wir mal den Anker los. Mal gucken, was dann passiert. Nichts. Eieiei. Ja. Was passiert denn, wenn ich hier das Segel... Manchmal hilft es tatsächlich, das Segel dann einfahren und in die andere Richtung drehen. Das... Ja, da tut sich doch was. Da tut sich doch was. Da tut sich doch was. Ja, das ist doch schon mal gut. Wo sind wir eigentlich hin? So, den haben wir. Ah, da oben. Nach Nord, bisschen Osten. Ach, guck mal da. Und schon guckt das Schiff in die See hinaus. So, dann können wir wieder Segel setzen. Ab geht die Post. Das plätschert mir gerade ein bisschen viel. Ich kenne dieses Geräusch. Nee, falsch gehört, okay. Weil dieses Geräusch zeigt auch manchmal, dass das Schiff dann doch nochmal weggeschlagen ist. Jo. Auf zum letzten Schädel. Jo, wie sieht denn der Kurs aus? Ja, das sieht doch gut aus. Wir kommen da unten links so ein bisschen rein. Sieht man, ne? So. Das ist, ah, toll, das ist so eine kleine Pissinsel, ne? Black Sand Atoll. Gucken wir mal auf der Karte. Ja, ja, ich weiß, der Captain verlässt nicht die Brücke. Ja, ist so eine kleine Insel. Okay. Na, da wird es wenigstens nicht schwer, das Skelett zu finden. Ha, 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 ha.
So, sollen wir in der Zwischenzeit einen Grog AK Bier einschenken? Oder AKA? Ich finde AK schöner. So, mal gucken. Ja, probieren es in den Wind zu drehen. Ganz werden wir es nicht hinkriegen. Ah, ein bisschen was macht es, glaube ich, schon aus. So, seit dem Vollspast vorhin haben wir aber keine Schiffe mehr gesehen, ne? Nee. So lang dauern. Links auf der Insel waren wir vorhin gewesen. Wo ist denn diese Insel? Ich sehe da nichts. Da das kleine Ding rechts, kann das sein? Ja, das ist es. Ist nicht dieses Mini-Ding da. Okay. Ja, das da. Okay. Gut. Ja, voll geladen. Banane nehmen. Ja. Ja, das ist dieses kleine Ding. Vielleicht da. So, und einmal bitte die Filmränder. Ja, Filmränder habe ich gesagt. Hallo? Na, da. Wieder hier voll Karacho rein. So. So. Ah, nee. Die gedreht war ja richtig. So, einmal gucken. Ich glaube aber, wir haben richtig gut gestoppt dieses Mal. Ja, anscheinend. Okay, dann machen wir das doch jetzt mal mit einer anderen Taktik. Mal gucken, ob das klappt. Ah, nee, zu weit weg. Okay. Dann metzeln wir halt. Metzeln! Metzeln! Nieder mit den Skelett. Ach, das Grüne. Ja, ein Grüner weg. Ey, du sollst keine Banane essen. Ich glaub's hackt. Jetzt habt ihr keine Klingen. Wenig nervigere Sachen als Skelette mit Klingen. Banane? Oh, hier sind Bananen drin. Geil. So. Oh, da sind fuck Schlangen. Erstmal die Schlangen hier. Ah, bin ich gleich tot. So, egal. Hauptsache Schlange ist weg. Ey, das war so nervig eben. Super nervig. So. Rabelikist. Ach, das haben sie. Hier war doch irgendwie auch. Was haben sie neu hier untersuchen? Tired of finding yourself on here due to other pirates. Oh Gott, bitte hilf mir. Mir geht's gut. Also übersetzt haben sie auch noch nicht ganz. Bitte hilf mir. Then summon the ferryman.
Also die Meldung ist vor allem noch lokalisierbar. Na, optimiert. Okay, vielleicht kapieren das die Leute besser. Aber, mein Gott, jetzt mal ganz ehrlich, kennt ihr auch, Steven hat mir gezeigt, es gibt einfach Leute, für die kannst du es formulieren, wie du willst. Sie werden es nicht verstehen. Sie werden es nicht verstehen. Haben die jetzt alle Knarren hier, oder was? Ich glaube, es rabbelt. Da ist ja noch eine Schlange. Ich dachte, ich habe die eben platt gemacht. Da ist da halt noch eine. Ah! Die Schlange ist weg. Dafür hat sie mich erwischt. Und Boss, wenn ich es richtig höre anhand der Musik. Tatsächlich, da sehe ich ihn. So. Oh, der bringt natürlich auch noch Freunde mit. Okay. Oh, komm raus aus dem Wasser. Du Kackskelett. Oh. Diese Grünen, wenn die im Wasser sind, die kriegst du nicht platt. Da hast du keine Chance. Die kriegst du nicht platt. Jedenfalls nicht alleine. So, jetzt hat er deine letzte Stunde geschlagen. Oder meins. Zum dritten, vierten, fünften oder was weiß ich wie viele Male. So. Schießt die alle? Boah, ey. Wenn so viele schießen, ist ja fies. Na gut, dann zergen wir den halt klein. Na, Zerg wisst ihr schon. Aus StarCraft kommen die Zerg. Eine Alienrasse, die sich dadurch auszeichnet, dass sie mit purer Masse einen platt machen. Daher kommt der Ausdruck Zerg. Und wieder was gelernt bei Linio. So. Komm, komm, komm. Genau. Boah, da war's. Ah, ich glaube, wenigstens ein paar habe ich jetzt schon gekillt gehabt. Nicht ins Wasser gehen, ihr Deppen. Guck mal! Guck mal! Die schießen einmal und ich bin fast platt. Oh, ich sag nichts. Ich sag nichts. Da ist noch eine. Ich hab's gesehen. So, platt ist er. So, die anderen noch platt. Na gut, der liegt ja hoffentlich gleich noch da. Also bei den Skeletten, also so nervig diese mit den Säbeln auch sind, aber wenn da irgendwie 3, 4 Stück mit Pistolen auf dich losgehen, das ist schon heftig. Fahrt abgeschlossen. Immerhin. 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 Kömmerlingfenster. Nein. Jetzt mal ganz ehrlich, also bevor ich jetzt großartig mich für Fußball interessiert habe, Mainz 05, kennt einer von euch Kömmerlingfenster? Ich kannte sie nicht. Ich meine, das ist der Hauptsponsor von Mainz 05. Ich kannte keine Kömmerlingfenster und die haben auch keine tollen Werbeslogans. Was Gütegrad? Jäger, verwunschener Kapitäne. Was heißt das? Was habe ich denn geschafft? Jäger, verwunschene Kapitän.
Da! Besiege 200 Skelettkapitäne. Ach nee, das ist das nächste. Ich habe 70 besiegt. 70 Skelettkapitäne haben schon besiegt. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wären wesentlich weniger gewesen. Okay. Ich bin gut. So. Da ist der Schädel. Ich glaube, der ist nicht so viel wert. Na egal, egal. Wir bringen ihn auf jeden Fall weg. Was zählt, das zählt. Geld ist Geld. So. Einmal den Schädel an Bord bringen. Ach, scheiß drauf, der kann doch oben rein. Oben hin, mein Gott. Ich glaube, der ist eh nicht viel wert. So. Wo ist der nächste Außenposten? Außenposten. Wo nehmen wir den? Galleon's Grave. Das Grabmal der Galeone. Das ist, glaube ich, der mit der Galeone da oben drauf, wo wir eben gelaufen sind, ne? Ja, ich meine, das ist der. Welche Richtung müssen wir eigentlich? Kann ich gut. Nach Südosten. Okay. So, Segel sind noch gesetzt. Ein bisschen drumrum. Und wenn wir auf Kurs sind, dann hole ich mir noch ein Bierchen. Wow. Der Twitch-Bot in unserem Linio-Channel, in unserem internen Redaktions-Channel oder wie auch immer man das nennen will, hat gerade schon gemerkt, dass ich online bin. Beeindruckend. Ich glaube, ich schmeiße den wieder raus. Vor allem, weil er in letzter Zeit irgendwie rumgebackt hat und schon bei Leuten angedeutet hat. Nicht angedeutet, es war irgendwie ganz merkwürdig. Also irgendwie das Anzeigefeld geöffnet oder wie auch immer. So, Moment, ich schmeiß den mal raus. Wie schmeißt man denn so einen Bot raus? Kann man den einfach entfernen? Ja, da. Entfernen. So. Weg ist er. Bumm. Sehr schön. Wenn er ein bisschen bugfreier ist, dann hole ich ihn vielleicht wieder rein. So. Sind wir eigentlich auf Kurs? Upsala. Bäuerchen gemacht. Ja, da kommen wir irgendwie schon durch. Und dann hole ich mir ein Bierchen. So. Wenn ich sehe, dass sie nicht auf mich schießen, weil das ist so ein Vor. Wenn da manchmal Skelette aktiv sind, die übernehmen die Kanone und dann schießen die auf die Schiffe. Das ist eigentlich sehr geil, aber darauf wollte ich jetzt noch warten, weil dann muss man da schnell vorbei. So, da hinten genau, Galleon's Grave, ich sehe es schon. Ich hol's mal ins Fernglas, damit ihr das auch seht. Seht ihr es da hinten am Horizont? Da! Ja, das ist genau das, wo wir vorhin gewesen sind, ne? Mit der Galeone, die da oben auf den zwei Feldspitzen ist, wo man hochgehen kann. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. So, noch ein bisschen nach links. So. Kurs liegt an. Kann man noch ein bisschen... Naja, segeln natürlich wieder mal gegen den Wind. Dann hole ich mir noch ein Bierchen. Bis gleich, Leute.
So, da bin ich wieder. Nichts passiert. Aber jetzt die ganze Zeit, ne, weit und breit, kein Schiff jetzt. Nur die Nervbacke da vorhin. Doch, wir segeln noch drauf zu. Das ist ja nicht so schnell irgendwie. Ja. Das kleine Inselding da, ne? Schade, dass ich euch noch nicht nochmal so eine Schatzkarte mit Rätseln zeigen konnte. Hat mir das Spiel nicht angeboten. Macht nichts. Habt ihr ja in den Streams gesehen, wo wir mit mehreren spielen. Heute lag ja ganz klar das Ziel drauf, euch mal zu zeigen, wie das ist, wenn man alleine unterwegs ist. So, ein bisschen die Umgebung angucken, aber das scheint alles sehr friedlich zu sein hier. Was wahrscheinlich heißt, dass da an dem Außenposten. Hallo? Wo ist er denn? Da! Wahrscheinlich auf der anderen Seite eine dicke, fette Galeone ist, die mich platt macht oder so. Ich kenne mich doch. Ich kenne mein Glück. Eieiei. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, ich hätte auch hier an den Steg gehen können und den Schädel da durchtragen können. Hätte jetzt auch nicht viel was ausgemacht, aber ich will hier drum rum. Wenn das jetzt irgendwie in der B-Note eine richtig gute Landung war, hat das Schiff trotzdem was abgekriegt. Und zwar sogar hier. Schiff wieder heile, dann geben wir den letzten Schädel ab. So. Wo ist die Gypsy? Da ist die Gypsy. Na, hallo, abgeben bitte. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe euch ein bisschen das Gameplay als Solospieler zeigen können.
Dann gehen wir jetzt zum Abschluss in die Kneipe. Hallo, ich hätte gern Grog. Nee, wo war Grog? Da war Grog. Prost. Genau. Wohlsein. So, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wir werden irgendwann wieder auf Sendung gehen. Wir haben ja keine festen Sendetermine. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns ja mal hier in der virtuellen Karibik. Dann stellen wir mal hier auf Tanzen. Genau. So. Und lassen den Abspann laufen. Ja, einmal hier Abspann bitte laufen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Bis die Tage.